Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung mit mir, Alexander Kaiser, mit den Experten-Tipps zum Wochenende. Ja, und diesmal mit einer Spezialausgabe. Und zwar bleiben wir am Wochenende in Baden-Baden. Da geht ja das Meeting schon am Freitag los und da sind wirklich tolle Rennen am Samstag und Sonntag. Und wir springen gleich mal rein ins Programm. Und zwar habe ich mir das fünfte Rennen erstmal ausgesucht, denn Ausgleich 2 hier über 1200 Meter. Und hier sind wirklich tolle Pferde genannt. Allen voran natürlich Gam Gum hier im fünften Rennen. Das ist das Top-Pferd von Guido Schmidt, hat ja das Match-Race gewonnen gegen Ach Was. Und danach hat er auch wirklich tolle Leistungen gezeigt. Zuletzt ein 16:10 Sieg in Ostende. Und das war wirklich einsame Spitze. Aber er kommt jetzt so langsam in Regionen, die für ihn gefährlich sind. Denn er muss hier 62 Kilo nach vorne tragen. Philipp Minnerig ist natürlich wie immer sein Partner. Ja, das Pferd wird natürlich Favorit werden, aber es gibt ein dunkles Pferd, was ihm gefährlich werden könnte. Und zwar ist das Iron Ryan, das Pferd hier von Paul Harley. Wenn man mal in den Formenspiegel reinsieht, dann sieht man, dass das Pferd nur in Frankreich gelaufen ist. Und jetzt tritt er zum ersten Mal in Deutschland im Handicap an und hat schon eine beachtliche Marke bekommen. Ja, wenn man mal in die Formen wirklich reingeht, dann sieht man, dass das Pferd eigentlich nur gegen Gruppe und gegen Listenpferde gelaufen ist, die alle danach wirklich überzeugt haben. Lief auch schon im B wirklich starke Rennen und das ist ein Pferd, das sie unbedingt auf dem Schein haben müssen. Ja, dann haben wir noch hier drin C-Rock, der hatte letztes Mal keine Chance gegen Gam Gum. Ich denke, da gibt es auch keine Formumkehr. Leo, der Profi, der sollte sich auf seine guten Tage aus Baden-Baden besonnen, denn er ist wirklich Bahnspezialist hier. Aber natürlich, Gam Gum wird Favorit werden, aber Iron Ryan, das ist mein Tipp, denn das Feld ist sehr dunkel. Der kommt zwar aus einer langen Pause, aber auch letztes Mal lief er aus einer langen Pause gut und Paul Harley wird ihn nicht umsonst hier in dieses Rennen reinschicken und das ist vergleichsweise leicht zu den Rennen, die er in Frankreich gelaufen ist. Also Iron Ryan hier, das dunkle Pferd hier, ist mein Tipp für Sie im fünften Rennen am Samstag in Baden-Baden. Und dann geht es weiter zum Samstag, zum Hauptereignis, und zwar der Preis der Sparkassen-Finanzgruppe, das Gruppe 3, das siebte Rennen der Karte um 55.000 Euro. Ja, leider ist ja Giuliani rausgegangen und dafür bleibt nur Lucky Line drin. Was heißt nur, das ist wirklich ein tolles Pferd hier. Andras Starke hier, sein Partner, letztes Mal in Riem war das Pferd Vierter, war vier Längen weg hinter Giuliani, aber wie gesagt, er ist ja rausgegangen. Und er trifft es vergleichsweise leicht an zu seinen letzten Rennen. Ja, Simba, das Pferd hätte fast verloren in Frankfurt, war ein glasklarer Favorit. Und es hat dann noch den Sieger wirklich niedergerungen zum Schluss. Das war wirklich nicht so toll. Also das Pferd muss sich steigern. Wildpark steht vor seiner bislang schwersten Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz, das Pferd hat immer die Aufgaben gemeistert. Also ich bin mal gespannt, ob der Sprung in die Gruppe Klasse passt. Dann noch Nicolosio, den sollten Sie unbedingt in den Dreierwetten drin haben, denn letztes Mal, ja, das war schon fast ein Testritt von hinten. Das war eine sehr gute Leistung, die er dort gezeigt hat und jetzt sitzt Andreas Suberitsch im Sattel und das sollte hier ein ganz gutes Ding sein, Nicolosio für die Dreierwette. Aber Lucky Line, über den führt kein Weg vorbei. Alles, was über 20 ist oder sogar 20, das sollten Sie mitnehmen bei so einem kleinen Feld. Da muss er doch seine Klasse ausspielen und er darf dieses Rennen eigentlich nicht verlieren. Also Lucky Line für mich der Tipp, aber Vorsicht vor Nicolosio im siebten Rennen am Samstag in Baden-Baden. Und dann geht es weiter in Baden und zwar zum Sonntag. Auch da sind schöne hochdotierte Rennen für Sie am Ablauf. Und da gehen wir erstmal rein in das dritte Rennen, das Auktionsrennen für Zweijährige. 502.500 Euro ist dieses Rennen hier dotiert, hier über 1200 Meter. Ja, und Favorit kann hier sogar ein Franzose werden, und zwar ist das Blue Martini aus dem Stall von Fabrice Chappé mit Fabrice Veyron. Das Pferd lief einmal in Deauville in einem F, war dort Vierter, stand sehr hoch, 260, die Pferde danach liefen nicht mehr, das heißt, man weiß nicht so ganz genau, wo man ist. Aber wenn Franzosen hier in dieses Rennen kommen, dann sollte der doch eine Chance haben. Ja, Mischaif, das Pferd so ist so ein bisschen die Wundertüte, ist noch nie gelaufen, kommt aus einem prominenten Stall, kommt von den Kataris. Eduardo Pedrosa ist hier der Partner und wenn der am Toto beachtet wird, dann müssen sie natürlich auch mitspielen. Ibiza Impress hat fast einen Wühlerstarter geschlagen, der glasklar Favorit war in Bad Doberan und das war eine gute Leistung und von der Recke ist hier immer in diesen Rennen brandgefährlich. Aber für mich geht ja das Rennen über Blues of England aus dem Löwestall, denn die Form letztes Mal, die wurde klar aufgewertet in Köln, war hinter Milovic zum Beispiel, der danach wirklich überzeugt hat und Blues of England hat hier einfach die Elle und das ist wirklich das Pferd, das in die Dreierwette laufen muss und es ist eigentlich
der Tipp, der am sichersten ist. Also Blues of England ist mein Tipp im dritten Rennen am Sonntag in Baden-Baden. Und dann geht es weiter ins sechste Rennen, in die goldene Peitsche über 1200 Meter, das Gruppe 2 Rennen. Ja, noch hier wird ein Franzose Favorit sein, und zwar ist das Son Cesio aus dem Stall von Henri-Alex Pantal mit Fabrice Veyron. Das Pferd hat eigentlich eine wirkliche, ja, einen tollen Formspiegel. Letztes Mal ein fünfter Platz im Maurice Guest. Letztes Jahr im selbigen Rennen hier in der goldenen Peitsche zweiter hinter Signs of Blessing. Da waren die beide Weile vor den anderen. Und das ist natürlich ein ganz heißes Eisen hier. Und da wird schon sehr viel Geld unterwegs sein. Ja, Shining Emerald, das Pferd letztes Mal in Riemen ja nicht untergegangen, aber war nur platziert gewesen. Das war viel zu lang, über 1400, 1200 ist für ihn viel besser. Und ja, die goldene Peitsche ist ja 1200 Meter. Also der tritt wieder auf seiner Lieblingsdistanz an. Ja, Zülfa kommt auch aus dem Pantal-Stall. Ja, war so ein bisschen Licht und Schatten in Deutschland, aber der Sieg war sehr gut und an den sollte man sich erinnern. Und den sollten Sie auch in den Dreierwelt natürlich mit beachten. Donnerschlag könnte vielleicht hier der Geheimtipp sein. In Hoppegarten hat er immer schlechte Nummern gehabt. Da braucht man ja immer die Rails, um die Rennen zu gewinnen. Das hatte er nicht und da lief es gar nicht gut für ihn. Nichtsdestotrotz, das Pferd hat gute Klasse. Das Cavallo fährt hier mit Philipp Minarek und den sollten Sie auch unbedingt beachten. Ich gehe aber mit Shining Emerald. Son Cesio ist natürlich schon eine Hausnummer, aber Shining Emerald hat mir besonders bei seinen Siegen gut gefallen. Und Petrozza wird alles geben hier, um Son Cesio niederzuringen. Also Shining Emerald im sechsten Rennen in Baden-Baden am Sonntag, das ist mein Tipp für Sie. Ja, das war schon wieder hier mit unserer kleinen Tippsendung aus München. Ich bin Alexander Kaiser. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten. Bis dann, machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss.